Im heutigen Videoclip wollen wir euch erklären, was einen sogenannten Algorithmus ausmacht. Einen Computer programmiert man, damit er eine Aufgabe löst. Das Programm beschreibt in einfachen, aber genau definierten Anweisungen, wie er dabei vorgehen muss. Genauso wie ein Rezept einem Koch oder einer Köchin sagt, wie man Pfannkuchen backt. Solche Handlungsvorschriften nennt man Algorithmen. Diese stellen in der Informatik die Grundlage der Programmierung dar. Doch Algorithmen werden nicht nur maschinell durch einen Computer ausgeführt, sondern können auch von Menschen in natürlicher Sprache formuliert und abgearbeitet werden. Die Bastelanleitung eines Papierfliegers ist ein Beispiel dafür. Wir sehen, dass der Papierflieger nur dann fliegen kann, wenn die Anweisungen in der richtigen Reihenfolge gegeben werden. Genauso kann ein Computer nur dann richtig funktionieren, wenn der Algorithmus im Schritt für Schritt sagt, was zu tun ist. Die einfachste Grundstruktur eines Algorithmus ist die Sequenz. Das bedeutet, dass mehrere Anweisungen nacheinander ausgeführt werden. Es gibt weitere Möglichkeiten, den Ablauf eines Algorithmus zu steuern. Man verwendet dafür sogenannte Kontrollstrukturen. Eine solche ist die Schleife, auch Wiederholung genannt. Eine Schleife dient dazu, eine Anweisung oder eine Sequenz von Anweisungen mehrfach zu wiederholen. Zum Beispiel: Bitte bastle einen Papierflieger. Bitte bastle einen Papierflieger. Bitte bastle einen Papierflieger. Wäre es nicht einfacher gewesen, zu bitten, drei Papierflieger zu machen? Richtig. Wenn man also will, dass etwas mehrmals wiederholt wird, ist es einfacher zu sagen, wiederhole das so und so oft. Sogar Dauerschleifen können programmiert werden. Neben der Schleife ist die bedingte Verzweigung eine weitere Kontrollstruktur. Bei der bedingten Verzweigung hängt der Programmablauf von einer Bedingung ab. Wenn die zu überprüfende Bedingung zutrifft, dann werden bestimmte Anweisungen ausgeführt. Sonst können alternative Anweisungen zur Ausführung kommen. Zum Beispiel: Wenn es regnet, dann gehe ich ins Kino. Sonst gehe ich schwimmen. Wir halten also fest, dass Algorithmen nicht nur wichtig für die Programmierung von Computern sind, sondern auch unser Alltagshandeln mit Algorithmen beschrieben werden kann. Wichtig bei der Erstellung eines Algorithmus ist, die Abfolge der Anweisung in einer Sequenz in eine logische Reihenfolge zu bringen, um ein Problem fehlerfrei lösen zu können. Die Schleife sowie die bedingte Verzweigung sind dabei zwei hilfreiche Kontrollstrukturen.